gehen wir so Haus, so Haus. Ja, da gehen wir so Haus, ich gehe Haus. Da geht's bloß ums Überleben. Ich gehe nach Haus, ich gehe so Haus. Hey, ich gehe so Haus, so Haus. Da geht's bloß ums Überleben. Ich gehe so Haus. Es gab in Österreich in den letzten 15 Jahren 30 Sachbeschädigungen im Namen des Tierschutzes. Zum Beispiel Stinkbomben gegen Pelzhäuser oder Scheibenbeschädigungen. Davon distanzieren sich die 14 Angeklagten ausdrücklich. Den Angeklagten wird auch nicht vorgeworfen, diese Straftaten begangen zu haben. Sie sind verdächtigt durch rein legale Tätigkeiten, wie Filmen in Tierfabriken, Demonstrationen oder Blockaden, andere Leute dazu aufgestachelt zu haben. Das alleine rechtfertigt die Anwendung des Paragraphen 278a, der Mafia-Paragraf, und bedroht die Leute mit bis zu 5 Jahren Haft. Was sagst du zu dieser Logik? Also ich glaube, dass man jetzt da nicht unbedingt von einer Logik sprechen kann, weil Logik, das ist ja immer irgendwie was, wenn man sagt, da denkt einer. Und ich glaube jetzt einmal ganz ehrlich, das ist sowieso Zeit wäre, ihre ganzen Gesetzbücher wieder mal durchzuforsten, den ganzen Dreck und den ganzen Müll, den wir eigentlich nicht mehr brauchen, weil sich die Zeit geändert hat, einfach rauszustreichen und diese ganzen Scheißbücher ein bisschen dünner zu machen. Und so praktisch wie ihre Kopfbehaarung ja immer dünner wird im Alter. Und weißt du, da meinen sie, weil sie das vierte Kamp in die hohen Zichtkamp bin, sind sie nur da. Aber im Grunde genommen sind es kahle Flächen und die kahlen Flächen, die breiten sich halt, habe ich immer das Gefühl, auch dann nach innen aus, wenn man nicht aufpasst. Ich finde es sowieso ein Wahnsinn, dass 30 Vergehen in 10 Jahren? 15 Jahren. In 15 30. Jahren, weißt du, sie haben 3 Millionen Vergehen an der Menschlichkeit begangen in 15 Jahren und 3 Milliarden Vergehen an Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft. Und dann regen sie sich auf, weil in 15 Jahren zweimal eine Stinkbombe. Es ist einfach so leicht durchschaubar. Es ist irgendwie so leicht durchschaubar und ich glaube, dass das unser Problem ist. Ich glaube, wir sind dazu erzogen worden, in allem irgendwie was wahnsinnig Kompliziertes zu sehen. Und ich glaube, wenn wir uns einfach nur hinsetzen und das einmal lesen und uns das überlegen, dann müssen dann eigentlich 300.000 Wiener aufstehen, irgendwann in der Früh, und wenn es bloß die Hundebesitzer sind, die sagen, Herrgott, nochmal irgendwann einmal kann man einfach nicht mehr zuschauen. Da kann man dann einfach auch nicht mehr freundlich sein, da kann man auch nicht mehr friedlich sein, da wird man gewalttätig. Irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo man einfach gewalttätig, wenn man nur geschlagen wird, wenn man nur verfolgt wird, wenn man nur irgendwie, wenn man dieses System so hasst und trotzdem weiß, man mag doch da bleiben. Man kennt die Leute, die Menschen, die Bäume. Dann glaube ich, ist es irgendwann einmal einfach nicht unumgänglich, dass Menschen zu Gewalt. Das haben wir doch gesehen in der Geschichte, Herrgott, nochmal, verstehst du, die Tutsis und die. Das weiß ich was, wie sie sich abschlachten, weil irgendwas 300 Jahre zurückliegt. Irgendein Krieg, irgendeine begangene Ungerechtigkeit. Das heißt also, dass Tätigkeiten wie das Filmen in Tierfabriken oder legale Demonstrationen überhaupt. Weißt du, ich glaube, dass jemand, der eine Tierfabrik hat und der 30.000 Truthähne in einem. Und sich nichts dabei denkt, weil er glaubt, das gehört er so. Der hat auch keine Angst, wenn man das die Leute sagt. Die Angst kommt erst dann, wenn ich weiß, ich mache hier irgendetwas, was die Leute aufregt, was die Leute durcheinander bringt, was die Leute gewalttätig werden lässt, was die Leute dazu bringt, dass sie mir draußen auf meine Hühnerfarm irgendwelche schmutzigen Sprüche. Verstehst du dann? Ich meine, zu mir kann jeder kommen, ich habe 28 Hausdurchsuchungen gehabt und sie haben nichts gefunden. Ich habe nichts zu verbergen. Ich bin ein unbescholtener Bürger, ich bin einer von den unbescholtenen Bürgern, von denen sie immer reden. Und das geht mir wirklich langsam auf den Sack, dass immer Leute, die natürlich eine bestimmte Art von Hilfsbereitschaft haben. Das ist, ich finde, dass das wirklich auch hilfsbereit ist, wenn 20 Leute in ein Versuchslabor einbrechen und 40 Hunde befreien und 3000 Ratten freilassen. Das ist für mich eine Art von Hilfsbereitschaft. Du findest und die fehlt, die geht uns einfach ab. Du findest das also demokratiepolitisch wichtig oder jetzt mit 5 Jahren Haft bedroht? Ich finde, das ist Demokratie überhaupt. Dass man so lebt, dass keiner solche Maßnahmen ergreifen muss, dass er Leute verletzt, weil er, weiß ich nicht, Wale rettet oder, verstehst du, eigentlich müssten doch unsere Führer, und so nenne ich es jetzt einmal, unsere Führer, unsere von uns gewählten Führer mit einem guten Beispiel vorangehen, und die dürfen doch nicht 40 Kilo Übergewicht haben und
über irgendwen lachen, bloß weil er einer anderen Partei angehört, wenn er was gut sagt. Hm. Und das ist das Hauptproblem. Sie sind in ihrer Vereinigung und weil sie da drin sind, haben sie, glaube ich, echt das Gefühl, sie müssen kriminell sein, damit sie dabei bleiben dürfen. Aber eigentlich wäre es Zeit, dass sich irgendwann einmal innen was ändert und nicht nur im Außen. Ist es dann auch gerechtfertigt in deinen Augen, wenn durch solche Veröffentlichungen von Videos der Umsatz geschmälert wird von Produzenten, von Geschäften? Ja, natürlich. Das ist doch automatisch, hat doch das zur Folge, wenn ich weiß, dass zum Beispiel, keine Ahnung, bei irgendeinem Geschäft, wenn ich das weiß und ich sehe vielleicht sogar, bevor ich ins Geschäft reingehe, einen Film darüber, wie diese sechsjährigen Kinder da an die Teppichwebmaschinen mit krummer Kreuz dort hängen, dann überlege ich mir das, ob ich da reingehe. Und das finde ich auch korrekt, weil ich muss wissen, was ich da anziehe. Ich muss eh schon so oft was anziehen, was ich nicht gern anziehen mag, weil es nichts anderes gibt. Aber da muss ich doch wirklich sagen, wenn ich die Möglichkeit habe, die Leute vor irgendwas zu bewahren, wenn ich die Möglichkeit hätte, wirklich